Deutschland redet in wirtschaftlichen Fragen so, als wäre die Welt eine Scheibe. Die Welt ist aber nun mal keine Scheibe, sondern die Welt ist miteinander vernetzt. Und auf der Welt heißt es, es gibt kein Sparen ohne Schulden. Und da gibt es tausend Anekdoten dazu. Aber die schönste finde ich immer, dass irgendwann die Bild-Zeitung geschrieben hat über die bösen Italiener. Die Italiener sind ja böse, das wissen wir. Ne? Wir fahren immer gerne hin, Pizza essen wir auch gerne. Aber sonst sind die Italiener ja nicht zu gebrauchen, ne? Wissen wir alle. Der Italiener, hat die Bild-Zeitung geschrieben, will Geld ausgeben, das er nicht hat. Das ist doch unmöglich. Der will Geld ausgeben, das er nicht hat. Ja, und die Wahrheit ist, man muss immer Geld ausgeben, das man nicht hat. Einer muss immer Geld ausgeben, das er nicht hat. Entweder der Staat oder andere. Ne? Früher, es gab mal eine heile Welt, Wirtschaftswunderzeit. Da war das so, dass wer hat die Schulden gemacht, wer hat das Geld ausgegeben, das er nicht hatte? Das waren die privaten Unternehmen in erster Linie. Damals hat der Staat sich rausgehalten, war so auf der Linie Null. Und die privaten Unternehmen haben sich verschuldet. Das war noch Marktwirtschaft. Das konnte man noch Marktwirtschaft nennen.